So, hallo YouTube. Ja, gerade ein paar Videos geschaut auf YouTube und da ist mir aufgefallen, ich wurde getaggt und zwar vom Band, vom Kanal Hornsby 55. Der hat ein Video zu der Deckenrunde gemacht und ich habe auch schon andere Videos gesehen von Christoph zum Beispiel. Mir fällt jetzt gerade gar nicht ein, von wem die Deckenrunde ausgeht, aber getaggt wurde ich auf jeden Fall vom Band. Ja, und wir sollten in der Deckenrunde unsere zwei Lieblingsstahlsorten nennen oder zeigen. Und das kann ich gern machen. Problem ist nur, ich habe relativ viel Messer, also viel Stahlsorten auch. Und ja, da hat man halt dann wieder mal die Qual der Wahl. Aber wenn man nur zwei, also wenn man nur zwei nennen darf, muss mich halt ein bisschen einschränken. Ich unterscheide auch ein bisschen bei Lieblingsstahlsorten zwischen Theorie und Praxis. Wir fangen mal mit der Theorie an. Also hier der CBM M4 von an dem Spyderhook Gale Bradley. Oder hier der CBM 10V. Moment, da steht's. Das sind praktisch so Hightech-Stähle, also pulvermetallurgisch hergestellte Stähle, die aber kaum Chrom enthalten, also so Werkzeugstähle oder Carbonstähle. Die sind wahrscheinlich auch in der Praxis gut, aber ich habe da mit dem Messer noch gar nicht so viel Praxis. Aber man liest halt einfach viel und man sieht es in Videos und allen möglichen und es können andere auch bestätigen, dass die gerade der M4 zum Beispiel, dass das schon mit die besten Messerstähle sind anscheinend, die es gibt. Einziger Nachteil ist halt einfach, dass die nicht rostfrei sind. Aber ansonsten ist das schon top. Wenn man mehr Wert auf Rostfreiheit legt, zum Beispiel im EDC-Bereich, wenn man das jeden Tag so einstecken hat und nicht so viel pflegt. Und da geht es jetzt auch schon in die Praxis mehr. Das war mein erstes Messer mit TBM S35VN. Mittlerweile habe ich noch mehr, aber das war hier mein erstes und mit dem habe ich auch gleich so positive Erfahrungen gemacht. Ich habe das, wie ich es bekommen habe, war es wahrscheinlich nicht mehr richtig scharf. Und dann habe ich es nachgeschärft mit meinen einfachen Mitteln, die ich zu Hause habe, mit den Diamantsteinen und danach habe ich es nochmal über das Chromoxid drüber gezogen. Und da war der so dermaßen scharf, der Stahl, dass mir das direkt aufgefallen ist. Dass ich vorher irgendwie noch nie so einen Stahl hatte, nach dem Schärfen, der so bissig geworden ist. Und dann habe ich mir gesagt, also der ist schon genial, auch wenn er ähnlich ist wie der S30V, der ja die ganze Zeit immer, die letzten Jahre immer weiter verbreitet war, ist mir der irgendwie so aufgefallen. Ja, ich stehe überhaupt auf BM-Stähle eigentlich. Ich habe aber da noch zwei andere liegen, die mir auch schon positiv aufgefallen sind. Sind auch Carbon-Stähle. Und zwar habe ich das Messer in der Werkstatt und da betreibe ich ziemlich viel Missbrauch. Und das hat das Ganze, obwohl es ein Scandi-Schliff ist, alles sehr gut überstanden. Und nachschärfen lässt er sich einfach, da lege ich einfach ein Stück Micro-Mesh auf die Werkbank, auf einen glatten Untergrund, also auf einen planen und ziehe das ein paar Mal drüber und dann hat er sofort wieder Schärfe. Und Ausbrüche haben wir gleich null. Ja. Ähnlich schaut es hier aus. Das Mora hat, glaube ich, ist es C100 oder C90, bin mir nicht ganz sicher. Hier bei dem Bushman, das ist SK5 Kohlenstoffstahl. Lässt sich genauso leicht wieder nachschärfen wie gerade das Mora. Und da habe ich auch schon viel Missbrauch mitgemacht. Was man sonst mit dem Messer nicht macht, mir ist auch die Spitze hier schon so ein bisschen gekappt. Und hier sieht man ja den Chip. Hier, da war mal beim Bardoning eine Spax-Schraube im Weg. Und ich habe gedacht, das wäre was anderes. Einfach so ein Astloch und habe da einfach weiter drauf gehauen. Und dann irgendwann, als es nicht durchgegangen ist, habe ich halt dann gemerkt, okay, die Schraube, da kommen wir nicht durch. Ja, aber trotzdem super belastbare Stähle. Die beiden, also das Mora und der Bushman von Cold Steel. Ja, Lieblingsstahl kann man jetzt so nicht sagen, aber da habe ich halt wirklich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, also das sind so meine Lieblingsstahlsorten.
so im normalen Gebrauch, der S35VN oder hier diese besonderen Werkzeugstähle, diese High-End-Stähle hier. Ja. Wer sich für Stahl interessiert, hier das Buch ist zu empfehlen. Der hat aber mehr Vorlieben jetzt für die Carbonstähle auch. Also da ist halt ein Schmied. Die Schmiede sind halt so, dass sie da mehr auf Carbonstähle stehen. Und auch gar nicht so sehr die BM-Stähle, sondern die ganz normalen T75 und was da so alles gibt. Ja. Der hält übrigens nicht besonders viel von dem ADS-34 oder den 154er, das Gegenstück aus Amerika. Aber da muss jeder seine eigene Erfahrung sammeln oder kommt ja immer darauf an, auch was man mit dem Messer vorhat oder was man auch für eine Schneidphase, wie der Winkel ist. Manche Stähle vertragen halt einfach nicht so eine scharfe Klinge, also sondern eher einen stumpfen Anschliff. Und dann halten manche Stähle auch. Und beim scharfen Anschliff, dann geht die Phase halt eher mal in die Knie. Ja. Da habe ich noch was Interessantes, vielleicht für manche einen, mal zum Nachdenken. Ich glaube, der Dieter Wilhelmi war das mal. Habe ich gelesen, irgendwo, da ging es auch um diese High-End-Stähle, weil der verbaut zum Beispiel auch Supracor in seinen Messern und eben auch den TBM 10V. Das sind ja somit die teuersten und besten Stähle, die es anscheinend so gibt. Und der hat mal gesagt, wenn man als Messermacher, das ist ein Messermacher, heutzutage keinen pulvermetallurgischen Stahl an seiner Klinge verbaut, dann ist es so, als wenn ein Schmied während der Eisenzeit ein Schwert aus Bronze herstellen würde. Als Vergleich hat er das gesagt. Also stimme ich teilweise zu, aber nicht zu 100%, weil, mal ehrlich, wenn man jetzt heutzutage so einfache Messerchen hat wie Obenels oder Victorinox und so, da reicht normaler Gussstahl auch. Aber so im Großen und Ganzen gebe ich mir schon ein bisschen recht. Also man muss ja schon ein bisschen mit der Zeit gehen, finde ich. Und jetzt, wenn die BM-Stähle so weit verbreitet sind, also die haben schon wirklich ihre Vorteile bei der ganzen Schnitthaltigkeit und so und bei der Schärfe und alles, was die so erreichen. Und die sind ja auch mittlerweile weit verbreitet und bezahlbar ist das Ganze ja auch. Also das ist ein bisschen Einstellungssache natürlich mit dem Bezahlen, aber ja, das ist auf jeden Fall auch meine Meinung dazu. Gut, hat jeder seine Vorlieben, also bei mir schaut es eben so aus. Ja, jetzt müssten wir noch einen decken. Da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ja, kurz überlegt, mal kurz Stopp gedrückt. Der Stefan wird schon gedeckt, der Christoph hat schon gemacht. Ich nehme mal den Wick Spider, den Christian. Den decke ich mal, der soll mal was zu seinen Lieblingsstahlsorten sagen. Und ja, den Joe Erb, den decke ich auch mal. Der macht zwar nicht so viele Videos, aber weil ich gerade bei seinem Giveaway ja gewonnen habe, fällt er mir gerade ein. Vielleicht kann der auch mal mitmachen. Wenn nur einer von beiden mitmacht, ist auch okay. Okay, ihr beiden, Joe Erb und Wick Spider, ihr seid hiermit gedeckt und erzählt mir doch mal was von euren beiden Lieblingsstahlsorten. Okay, danke fürs Zusehen, Zuhören und bis zum nächsten Mal und ciao.